So, hallo Leute, servus, herzlich willkommen auf dem Pauna-Reise-Kanal. Ich bin der Peter. Ja, und heute mache ich weiter hier jetzt mit diesem Simson, mit dem Projekt, das ich schon vor längerer Zeit was angefangen habe. Und ja, wie ihr schon gesehen habt, bestimmt in dem anderen Video, könnt ihr es ja das da oben angucken, habe ich da an den Fußrasten etwas geschlampt und nicht alles bis Ende richtig gemacht. Und dadurch, dass ich dann das wieder mal richtig machen wollte, habe ich angefangen, mit dem Moped hier auseinanderzuschrauben. Unter anderem war der Tank und die Seitendeckel bei Lackieren, weil ich habe das in, was heißt ich? Ich war ja mit dem Moped in Schrobenhausen. Das könnt ihr euch da oben auch mal angucken. Einmal treffe und da sind Mopeds umgefallen und haben mir den Tank kaputt gemacht. Ja, das habe ich mittlerweile gemacht und auch neu beklebt. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Ja, und dadurch, dass ich schon teils den Moped hier auseinandergeschraubt habe, wie ihr seht hier, ich zeige euch mal mein Projekt. Ja, dadurch, dass ich den schon teils auseinandergeschraubt habe, habe ich mir entschieden, jetzt so ein richtiger großer Kundendienst zu machen. Ich habe mit dem Moped schon, wie ihr seht hier, schon fast 400 Kilometer gemacht. Ja, was heißt fast 350 Kilometer gemacht. Und ja, und das würde ja schon mal die Zeit mal wieder sich darum kümmern und alles mal wieder in Ordnung zu bringen, so dass man wieder lange Zeiten damit fahren kann. Großer Kundendienst, das meine ich damit halt die ganze Schrauben nachziehen und gucken, ob alles richtig am Ort und Stelle ist. Und ihr wisst, ich habe es ja hier in dem Moped neue Felgen und neue Speicher, neue Narben verbaut. Und ihr wisst ja ganz genau, das muss man dann nach einer gewissen Zeit die Speicher nachziehen. Ja, und ich denke, das ist jetzt gerade die Zeit. Und da es jetzt Winter ist und draußen kalt, man kann ja sowieso nicht fahren. Ja, habe ich mit dem angefangen, eigentlich mit dem Tank. Und jetzt ist dann der Fußraster geworden oder der Hauptständer. Und jetzt geht es so weiter, aber ja, bei der Gelegenheit mache ich das alles gleich komplett. Ich werde euch zwar nicht alles zeigen, weil wie ich es jetzt Ölwechsel und so ist ja nicht wichtig. Oder ihr wisst ja bestimmt selber genau auch, was und wie das zu machen ist. Aber was ich euch zeigen würde, was mir jetzt aufgefallen ist und was damit zu tun hat, dieser Antriebskettenschutz ist es. Und da ist mir irgendeine Kleinigkeit aufgefallen und in diesem Video möchte ich euch das mal zeigen, was mir da eingefallen ist und warum solltet ihr auch vielleicht unbedingt danach gucken, weil das könnte ja Folge haben. Also bleibt dran und schaut euch mal das Video zu Ende. Leute, und hier, wie ihr seht, möchte ich euch das ganz genau zeigen. Hier, das ist das, worüber ich sprechen möchte. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass man das sieht auf der Kamera. Schaut mal, was da für ein Haufe vom Gummi ist. Ja, und das ist das Problem, weil der Gummi setzt der Kette zu. Und wie ihr seht, hier überall ist ein Haufe von dem Gummi. Hier überall, schaut euch mal das an. Und das ist ja ein Problem, weil, wie ihr seht, die Kette ist nicht mehr flexibel. Die setzt richtig zu. Bei dieser Kette ist es noch nicht ganz so schlimm, so wie es aussieht. Es geht ja noch. Man muss ein bisschen Kraft aufwenden. Da ist ja ganz fest. Schaut mal, was da los ist. Und der wird dann wahrscheinlich gar nicht mehr zu retten sein. Ja, ich versuche es mal, die noch reinigen, sauber zu machen und gucke, ob ich das wieder zu laufen bringt. Und wenn nicht, dann muss man halt neue Kette. Ja, wo kommt das Ganze her? Wie ihr seht, das ist der Überteter. Das ist das Kettenschutz. Und das, wenn man jetzt neu kauft, ich weiß nicht, ob man das sieht, versuchen wir das zu. Da sieht man ein Loch durch.
Wenn man die jetzt aber neu kauft, da sind die vom Herstellungsprozess sind die innen drin zu. Die muss man dann durchstechen und dann die Kette durchführen. Aber man kriegt ja die zwei Streben, die hier eingebaut sind. Die kriegt man, das sieht man jetzt hier auf der Kamera nicht, aber die kriegt man dann jetzt nicht komplett rausgeschnitten. Und das wetzt sich dann ab mit der Zeit. Und das ist jetzt das, was da entsteht und was euch die Kette hier ruiniert. Und wenn ihr das jetzt dann nicht rechtzeitig entdeckt und ordentlich dann wieder sauber macht und dann eine gewisse Zeit wieder sauber macht, bis sich die ganze Gummi hier abreibt, dann könnt ihr euch gleich eine neue Kette besorgen. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich werde jetzt mal hier zuerst mal die Kette sauber machen, dann die Gummiführungen hier innen drinnen komplett sauber machen. Dann werde ich jetzt den Motor sauber machen, das ganze Zeug. Und werde ja auch die Speicher nachziehen, zum großen Kundendienst sozusagen. Und dann werde ich dann auch das Hinterrad abbauen und den Ritzel hinter und den Kasten dort auch sauber machen. Das wird jetzt hier wahrscheinlich am schnellsten gehen, das mit der Durchführung mit der Gummi. Deswegen fange ich jetzt hier erstmal an. Zwar ich nehme mir das so lang genug das Draht, schiebe ich das da durch und zuerst mal den groben Gummistaub hier wegzumachen. Und ich ziehe das da mal einfach durch. Wir befestigen ja und fahre mal den Gummi hier von innen sauber machen. Ja, und da sieht man ja schon mit bloßen Augen, dass das halt sauber geworden ist. Das würde ich jetzt die ganze Kette hier komplett sauber machen. Erstmal von außen, dann selbstverständlich hier auch, dass man da überall hier so weit wie möglich, dass die dann auch, wie ihr seht, die wird jetzt schon geschmeidiger. Hier geht es noch ein bisschen. Aber das versuche ich mal zu richten. Wenn nicht, dann ist das jetzt wahrscheinlich Ende für die Kette. Gut, dass ich jetzt da reingeschaut habe und das mache. Sonst wäre das irgendwie so weit gekommen, dass die Kette gerissen wäre. Und da bei der Gelegenheit hätte es da wahrscheinlich am Motor oder an dem Deckel hier, wie ihr seht, das Teil rausgerissen. Das passiert, muss man ehrlich sagen, recht oft. Ja, und hier, wie ihr seht, ich würde mir das Staubsauger zu Hilfe holen, dass ich das alles hier ganz genau rausmachen kann, weil hier gleich neben dran ist ja die Zündung. Und wenn das jetzt hier zu arg viel zu viel Dreck hier reinfliegt, dann kriegen wir nachher Probleme mit der Zündung. Deswegen Staubsauger. So, wie ihr seht, das ganze Dreck ist hier weg. Damit bin ich mehr oder weniger zufrieden. Jetzt gucke ich mir das noch hier alles an. Ich habe mir da den Kabel hier, ich weiß nicht, ich versuche euch das zu zeigen. Diesen Kabel hier, der schwarz-weiße, ist das bei mir. Der geht hier an der Masse an Motor. Ich mache das immer so, dass ich hier, sind die ganzen Kabel, die hier rauskommen. Und da ist der Massekabel. Und das verbinde ich immer mit der Masse, mit dem Rahmen. Aus dem einfachen Grund, damit ist es gesichert, dass die Masse hundertprozentig hier am Motor ankommt. Warum mache ich das so? Weil der Motor hier ist auf Gummilager aufgehängt oder auf diese Kunststofflager. Und das kann ja gar keine Masse durchgehen. Und aus diesem Grund mache ich das jetzt immer so, dass ich mir da extra Massekabel ziehe. Das ist nur so am Rande. So, jetzt werde ich weitermachen. Jetzt schauen wir mal das Rad hier auf. Kettenspanne an die Bremse. Ist ja nicht viel
zu tun. Es geht ganz einfach. So, da haben wir das Rad weg. Dabei, wie ich gesagt habe, ich will den Kundendienst machen, großer Kundendienst dabei, der Gelegenheit. Gucke ich mir gleich die Bremse an. Aber wie ihr seht hier, wunderbar auf die ganze Länge greift es. Also perfekt, werde ich auch sauber machen und dann weitermachen. Schauen wir uns mal die Mitnehmer hier. Das sieht gut aus, aber ich habe ja nichts anderes erwartet. Was soll da schon schlecht aussehen, wenn der jetzt erstmal 350 Kilometer hat? Jetzt werde ich das Kettenrad hier abbauen, weil ich möchte ja mal, wie gesagt, überprüfen, ob da jetzt alles in Ordnung ist. Weil ich möchte es jetzt überprüfen, wie sieht es hier drinnen aus. Dazu muss man hier die Stifte rausnehmen. Das sind so Gummistifte. Jetzt machen wir den Deckel drüber weg. Und was sehen wir hier? Wie ich auch gesagt habe, Haufen Abtrieb hier. Oh, schauen wir mal, was da rauskommt. So, das ist dann bestimmt nicht gut für diesen Lager hier. Ja, ich werde das jetzt hier, den Lager rausnehmen und auch sauber machen. Ja, da seht ihr ja, wie wichtig ist es, dass man das hier kontrolliert. Das hat sich hier schon mit Fett vermischt. Das wird dann wahrscheinlich etwas schwieriger zum Reinigen. Aber das kriege ich dann auch sauber. Kein Problem. Ja, was sehe ich jetzt hier bei der Gelegenheit? Ich sehe hier, dass diese Kunststoffteil hier, ragt zu weit raus. Und wie ihr seht hier sogar, ist es auch von der Kette. Ja, sieht man das? Hoffentlich ja. Dass das hier auch von der Kette hier abgeschliffen ist. Das werde ich dann jetzt mal gerade hier abschneiden. Okay, jetzt wird sauber gemacht. So, nachdem ich das jetzt hier alles ist, ganz sauber wieder vom Dreck und ganze Sache befreit habe, das machen wir hier mit dem Spezial Lagerfett, dem ich jetzt das alles wieder sauber gemacht habe, neu gefettet habe, kann ich das mal wieder zusammensetzen. Ich habe das jetzt alles sauber gemacht, die Kette, alles habe ich wunderbar zum Laufen gebracht. Alles aufgeräumt, wieder sauber. Und jetzt werde ich das alles wieder hier einbauen in den Moped. Ja, zuerst kommt wieder das ganze Antriebspaket. Hier aufpassen, dass man das hier ordentlich hin verlegt. Oben, unten. Jetzt kommt hier die Kettenspanne. Unterlagscheibe, Mutter. Ja, das würde ich jetzt hier nur provisorisch anziehen, weil muss man nachher noch, wenn der Motor eingebaut ist, die Kette spannen. So, und jetzt auf diese Seite jetzt das Rad wieder mal hier montieren. Jetzt muss man den Bremsenhalter nur rein. Und jetzt kommt die Kettenspanne und die Achse. Jawohl. Und jetzt das alles noch. Vorerst kommt noch der Bremszug. Sondern nur provisorisch, weil, wie gesagt, ich muss dann auf jeden Fall noch Ketten spannen und deswegen mache ich das jetzt nur so, dass es hält und dass ich vorankomme. Ja. Noch etwas ran. So, wie gesagt,
mache ich das nicht ganz fest. Ja, so, und jetzt geht es hier weiter mit dem Motor. Wie ihr seht, ich habe die wunderbar alles sauber gemacht. Jetzt werde ich den einbauen. Jetzt habe ich mir das mehr oder weniger alles vorbereitet. Und jetzt kommt der Motor hier eingefädelt. Und jetzt die untere Schraube. Zweimal. Und das war's jetzt schon wieder mit diesem Video, wie ich erwähnt habe. Ich werde das jetzt alles hier zusammen verschrauben, die Kabel richtig sauber wieder verlegen. Und ja, dann werde ich den Warmfahrer und dann noch Ölwechsel machen. Weil, ja, nach den ersten 350 Kilometern sollte man das machen. Und ich habe schon erwähnt in anderen Videos, dass ich den Motor hier komplett auseinandergeschraubt habe. Neue Lager, neue Siemringe und so weiter. Und ja, dadurch sollte man dann auch irgendwann Ölwechsel machen. Ja, und dann schau mal nach eurem Antrieb, ob bei euch alles in Ordnung ist. Meine Kette habe ich ja noch mehr oder weniger retten können, habe ich die sauber gemacht, ordentlich. Jetzt werde ich die Spanne und dann neu fetten. Und ich hoffe mal, dass das jetzt mal Ruhe mit dem Dreck, mit dem Abtrieb ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss!